Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Yay! Ich muss zugeben, ich habe jetzt schon lange nicht mehr mit diesem Charakter hier gespielt. Hab aber auch noch ein paar Sachen gefunden. Feuerbandschrein. Die wir jetzt noch machen werden, bevor wir zum nächsten Boss gehen. Nämlich habe ich zwei, drei Sachen noch entdeckt. Und zwar einmal hier. Was wir unbedingt machen müssen, bevor ich eine Quest hier versau, ist... Hoppala! Au! Oh. Aschenmeister, ja, ja, ja. Wahre Stärke. Entfalten wir mal. Und zwar immer auf Geschick. Oh. Verlassen. Oh, I... Warum konnte man jetzt nur einmal? Champion. So. Und jetzt muss ich mal kurz den Charakter hier angucken. Warum habe ich so viel Stärke? Ich habe ja nebenbei spiele ich ja momentan einen Zauberer und einen Stärke-Char. Mit denen bin ich jetzt schon ein bisschen weiter. Ja, macht nichts. Und ja, da habe ich halt ein paar Sachen noch mittlerweile erfahren, die was ich hier noch gar nicht gemacht habe. Schwuppsig. Fret not. Ja, ja, ja. Das kennen wir an ihm, geben jetzt mal den Wandlungsofen. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Jawohl. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. Alles klar. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee. Thy purpose hast is to dann seek lords and slay them. Alles klar. What's to fear in a little transposition? Ich möchte kurz was bei den Einstellungen ändern. Now. Ja, ja. Au. Und zwar kurz, mal ganz kurz. Die Musik ein bisschen leiser. Und zwar können wir jetzt bei ihm hier, ups. Ach. Verschiedene Keulen, also Seele eines Dämons. Großart eines Dämons. Woher habe ich denn die? Die konnte ich bei dem anderen zum Beispiel nicht von Anfang an machen. Ah, doch, könnte ich schon. Ja. Großholz, Seele. Hier auch. Großholz, Nordwindtal. Dann könnten wir hier auch einen Ring regenerieren. TP mit Folgenangriffen. Also hier können wir einfach unsere Boss-Seelen verwenden für verschiedenste Waffen. Ja. So, das wäre es dann hier. Und dann besuchen wir mal unseren guten Freund. Die Krähen. Gott, wie hieß der denn nochmal? Pickles? Nee. Und zwar hier oben. Da kommt man eigentlich so nicht hoch. Ich hab's aber probiert und geschafft. Passt mal auf, wenn hier mal... Danke. ...das weg ist. Und zwar... Wir haben die normale Roll. Passt mal auf. Ups, wir springen hier einfach hoch. Denn da bekommen wir was richtig Geiles. Das habe ich mir mit den anderen Charakteren immer am Anfang schon geholt. So. Ups. Könnt ihr euch ja dann merken. So sind wir hier. So. Hier in der Mitte. Passt mal auf, wer da ist. Oh, oh. You. Me, Bickleby. Me, Bumperum. Bumperum. Ja, ja. So, hier können wir wieder irgendwelche tollen Sachen eintauschen, wie zum Beispiel, wenn wir einen Köderschädel ablegen. Bumperum. Genau. Bumperum. Da freuen sie sich. Und da kriegen wir jetzt die Hallo-Maske. Dann können wir nochmal ablegen eine Bombe.
Ja, ja. Da bekommen wir einen Splitter, große Titanitscherbe. Haben wir noch eine schwarze Bombe zufällig? Nein. Ich glaube, einen Heimatknochen können wir ablegen. Ja. Ja. Gegenstand nehmen, ein Eisenarmreif. Also man kann hier die Gegenstände wieder tauschen, kennt man ja. Hier haben wir noch eine Estus-Scherbe. Und seit neuestem ist hier jetzt auch so ein Ding. Aber... Hua! Patsch! Ein Geheimgang. Whoops. Und hier drin ist der silberne Schlangenring, der uns mehr Seelen gibt von Gegnern. Erhöhte Blutungsresistenz, verstärkt Wunder. Brauche ich nicht. Ich mache keine Wunder. So. Alles klar. Ich habe auch noch einen Ring. Nicht, ups. Einen Ring gibt man noch ab, den ich noch holen muss. Und wir haben zwei, drei kleinere Gebietchen. Auch noch nicht erledigt. Das heißt, das machen wir jetzt. Und wir gehen hin zur... Hier fehlt mir aber auch was, oder? Cliff Unterseite. Wo muss ich da hin? Wollen wir ganz kurz überlegen? Hier. Hier mal hin. Alles klar. Jetzt müssen wir echt gucken, wo ich jetzt was schon erledigt habe und wo noch nicht. Haben wir das Item da oben? Das haben wir. Dann. Ach Gott. Ich muss mich hier erstmal wieder mit dem Dex-Charakter ein bisschen hier zurechtfinden. Schwupps, schwupps, schwupps. So. Ich kämpfe ja selber mit dem Claymore. Au. Oh. So. Da, Hund. Komm runter. Na, Hund. Dann komme ich halt hoch. Mir doch egal. Wo ist der Hund? Da ist er. Eins, zwei. Warum ist sie jetzt gerade da? Das ist ja lästig. Egal. Und... Gau! Nein! Okay, lauf. Wir müssen hier mal ganz fix nach oben. Wir haben keine Zeit für euch. Oh, bitte geh nach oben. Och nö! Alles klar. Wir hätten die Estus-Scherbe auch noch. Ach, wir haben da 7 Estus. Groß. Alter. So, lass mich nochmal nach hoch. Ich muss sie aber erstmal kurz überprüfen. Der ist ja völlig verskillt. So. Alles klar. Wir fahren jetzt einmal kurz nach oben. Und holen uns hier nur nochmal einen Ring ab, den ich vergessen habe anscheinend zu holen. Jawohl. So. Der Flammendämon ist nicht da. Sehr schön. So. Hier liegt noch ein Item rum. Oh, das waren die Heimatknochen. Hier haben wir, glaube ich, aber alles eingesammelt. So viel wie ich weiß, ist hier alles eingesammelt. Ich muss hier eigentlich nur einmal ganz kurz durchlaufen. Und zum Ende von diesem Gebiet hin. So.
kommen hier zwei Köterichs. Und zwar Köter Nummer 1 und Köter Nummer 2. Na komm her. Quatsch. So. Dann haben wir hier oben die zwei. Plötsch, da pull ich jetzt mal nur einen. So. Wow, warum springt ihr mir denn hinterher? Ist ihr denn bekloppt? Na komm her. Na komm. Oh. Alter, nein! Visier doch nicht den hier an! Mann! Oh Gott. Oh Gott, der lebt noch! Oh Mann, ich muss mir echt wieder reinkommen. Du nerv mich nicht. Jetzt wird's beinahe ein Tod eingebracht. Verdammt. So. 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 Bleib weg. Alles klar. Das Item hier haben wir ja. So. Ach man. Erstmal wieder hier in diesen Charakter reinkommen. Das ist ja schwierig. So, jetzt war hier hinten. Hier, das haben wir Gott sei Dank. So. Lebensmäßig passt. So. So. Erhöht die Ausdauerregeneration. Ein sehr schöner Ring. Ein sehr schöner Ring. So, dann haben wir den. Dann, hops. Oh. Oh, 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 oh. Handschuh des Meisters, Banditenhose, habe ich dann irgendwas? Ja, ich brauche sowieso jetzt Equipment dann gegen Magie. So, dann gehen wir mal kurz hier rein. Und hier außen rum. Zum Feuerchen. Hier hilft uns ja der Große jetzt. So. Ab mal kurz hier. Einmal noch, komm. Da. Na gut. Dann gehen wir hier mal rein. Na komm doch. Hey, hier bin ich. Da. Eins, zwei. Hier war keiner. Alles klar. Zurück. So, haben wir hier noch ein paar Seelen abgegriffen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, haben wir hier hinten drin auch. So, das habe ich bis jetzt zum ersten Mal gerade nur gesehen. Dass wir hier auch hinkommen. Aber hier ist nichts.
So. Ausgetrickst. Und wir rennen hier weiter. So, zum Feuerchen und gehen dann zum ersten Feuer. Von der Untotensiedlung. Zur zweiten, natürlich, nicht zur ersten. So. Die wichtigste Frage, wollen dich die mit dem Charakter hier? Nein. Wow. Alter! Warum wollen die dich? Ah! Jetzt, komm! Sehr schön. Atsch! Oh Gott! Mich nervt dieser Charakter hier gerade. Bumm! So! Na dann! Nehmen wir das Schwert halt zweihändig. Ich bin's nicht gewohnt, mit einem Katana zu spielen. Ich habe damit angefangen, aber ich werde damit nicht glücklich werden. Mal gucken. Er schlägt mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu langsam zu, der Katana. So, oder das Katana, wie auch immer. Hier waren wir noch nicht. So, aber vorher werden wir hier mal ganz kurz eine Säuberungsaktion machen. 1, 2, 3. 1, 2. So. Da lässt uns die Große nämlich hier in Ruhe. Wir beten hier weiter. Einfach nur mal kurz die Seelen abgegrast. So, dann gehen wir mal hier hin. So. 1, 2. Genau, hier haben wir nämlich noch überhaupt nichts eingesammelt. Hier ist es aber auch gefährlich. Also, ja, hier ist ein bisschen zäh. Na gut. Wenn man zum ersten Mal dorthin kommt, ist er ein bisschen zäh. Hinter diesem Tor waren wir schon. Wir gehen jetzt aber noch nach oben. Und da oben ist es, da ist es gefährlich. Da die Gegner hier haben mich echt zur Weißglut gebracht. Aber ich habe jetzt Pfeil und Bogen, was ich sonst nicht. Plöps. Plöps. Alles klar. So geht das nicht. Da. Da. Wenn wir den nämlich hier wegmachen, ist das alles relativ leicht hier. Ja. Plöps. Haben wir zwar noch mal einen, der ist hier oben. Na komm her. Oh, komm. Komm. So. Dann ist hier einer. Und hier. 1, 2. Ah, tippen wir mal wieder einen Trunk. So, hast du was fallen lassen? Nö. Hier war doch auch eine. Ach, der ist nach unten geplumpst. Alles klar. So. Nehmen wir uns hier mal die Brandbomben. Moment. Jetzt ist mir gerade was aufgefallen, was ich selber auch noch nicht ausprobiert habe. Weil ich hier gerade so... Guck. Ich kann doch quasi hier lang... Und hier hoch.
Hier? Hier ist aber nichts. Alles klar. Komme ich hier auch wieder zurück? Jawohl. So, dann holen wir uns hier unten noch so ein tolles Schild. Ein Plankenschild. Ja, hier ist böse. So, er lebt noch. Jetzt aber, oder? So. Und ja, dann können wir noch nach hier nach oben und hier beenden wir mal die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Also Leute, tschüss. Tschüss.